Lisa Feller, meine Damen und Herren. Nachdem Laila gerade so gut ankam, dachte ich, ich ziehe mich noch mal um. Das ist ja super. Ja, ich komme aus Münster. Münster, tolle Stadt. Ich habe es gemerkt. Hier. Geil. Das ist immer so, so ein paar Leute. Ja, ich war schon mal da. Der Rest so Mischung aus Langeweile und Mitleid. Wisst ihr, was Karl Dallmer über Münster gesagt hat? Münster ist so langweilig, da fliegen die Tauben zum Kacken nach Dortmund. So, aber... Deswegen ist es auch so schön sauber da. Aber deswegen ist es auch mal schön rauszukommen, zum Beispiel hierhin. Ich bin auf dem Hinweg geblitzt worden. Ey, das gibt's auch. Ja, so, oh. Ja, dafür klatschst du. Toll, die Frau fährt schnell. Ja, ich bin geblitzt worden. Ich möchte aber dazu sagen, völlig zu Unrecht. Also, das ist immer so geil, ne? Was macht man das als erstes, wenn man geblitzt worden ist? Man bremst. Als ob das noch irgendwas bringen würde. Als ob die im Straßenverkehrsamt sagen würden, die war zwar zu schnell, aber danach hat sie wirklich schön gebremst. Also das muss man ihr lassen. Und dann ist man, ja, danke. Ist doch so. Und dann ist auch so geil, man ist nie schuldbewusst. Ne? Man sitzt da nicht, ah Mist, da war ich aber jetzt echt zu schnell. Man ist immer so ein bisschen angepisst. Ne? So, ah ja, oh, hier stehen die also. Oh. Und die Raser kriegen sie nicht. So. Und was macht man dann? Man fängt an zu rechnen. War das jetzt mit Punkt oder ohne Punkt? Dann ärgert man sich wieder, dass man gebremst hat, weil man nicht mehr genau weiß, wie schnell man war. Man hat richtig zu tun. In dem Moment sehe ich die fröhliche Kelle, die mich zur Seite winkt und denke nur, oh nee, jetzt muss ich auch noch in so ein Gesicht gucken, weißt du? Ich will schön so, will dazu geschickt bekommen, mit so einer Krawatte überweisen und jetzt nicht noch so, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist meine Schuld. Das ist meine große Schuld. Okay, jetzt war der auch echt fröhlich drauf. Nur, und ich dachte nur, ja, du hast Spaß, Kollege, du hast Spaß. Jetzt kommt der Polizist an mein Fenster, ich mach das so runter und er so, na, ich sag, na, ha, 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 ha. Sag, ich weiß Bescheid, wie viel? 35 Euro. Ich sag, 35 Euro? Das klingt fair, steig ein. So. Das Problem ist, ich sage sowas wirklich. Ja? Wahrscheinlich hat er den Witz noch nie gehört. Aber Glück gehabt, müde gelächelt, ich habe bezahlt, durfte weiterfahren. Und dann habe ich auch mal so überlegt, das andersrum, stellt euch das mal vor. Kerl am Steuer, hübsche Polizistin und dann so, 35 Euro. Ich kann ihn gar nicht normal spielen. Steig ein. Ich würde mich aufregen. Ich würde sagen, was für eine schmierige Anmache ist das denn? Hashtag MeToo, den mache ich fertig. Ja? Aber so rum geht's. Fast ein bisschen niedlich. Ja, man muss auch mal Glück haben. Manchmal im Leben ist man der Hund, manchmal die Laterne. So ist es. Ja. Ein Glück. Aber ich glaube auch, wisst ihr was? Ich glaube, das liegt auch daran, also ich habe ja auch so eine Art Comedy-Tourette. Das ist dann in solchen Situationen so. Und ich bin halt als Frau natürlich auch dazu verdammt, ich muss meine ganzen Wörter loswerden. Also wir Frauen haben sehr viele Wörter am Tag, die wir unters Volk bringen müssen. Männer, die haben das große Glück, die grunzen morgens einmal und dann kommen die bis mittags. Ja, ja, kennt ihr doch diesen Witz, Mann und Frau begegnen sich. Der Mann hat einen Papagei auf der Schulter und die Frau so, oh, ist der süß, kann der sprechen? Und der Papagei so, keine Ahnung. Ja. So ist es. Es gibt aber ein Glück Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wäre ja auch sonst langweilig. Allein schon, geh mal in den Supermarkt. Ja? Mit einer Freundin, kaufst eine Gurke, dann sagt die höchstens, hey, zählst du gerade Kalorien oder Punkte oder was? Geh mal mit einem Kerl eine Gurke kaufen. Er schafft. Seid ihr zusammen da? Wart ihr gerade noch? Das ist geil. Es ist so, oder? Die schaffen es nicht, die Gurke einfach nur in den Wagen zu legen. Es ist immer so ein... Ja. So. Und dann, ich weiß so, wie ich mit meinem Ex mal einkaufen war und er so, na, woran erinnert dich das? Und wie ich aus Spaß einfach mal gesagt habe, an unseren Nachbarn. Schön, was los. Ja, oder
Guck mal, auch so, oder bei so Zeitschriften. Was haben wir Mädels für Zeitschriften? Viel so Vornamen, ne? Eine Petra, eine Lisa, eine Tina, eine Brigitte. Das ist alles dabei. Ich weiß nicht, wie es bei den Jungs ist. Eine Ulf habe ich noch nicht gesehen. Und ich fände das so schön, mal so zwei Jungs zu hören, die so, hast du den neuen Artikel in der Ulf schon gelesen? Also, ach, und diese Modestrecke mit Jens Spahn, toll. Ja? Nee. Stattdessen, ich war letztens an einer Raststätte, stehe hinter so einem Business-Typ, ne? Höre, wie er zu dieser Mitarbeiterin hinter der Kasse sagt, ich hatte hier einmal die Säule 2 und dann geben Sie mir doch einmal nochmal die dicke Möpse und einen Jägermeister. Und ich dachte, dicke Möpse, ey, wie stumpf ist das denn? Ja? Ist übrigens kein Hundemagazin. Ey, sag mal, wie stumpf, vor allen Dingen, dicke Eier suche ich vergeblich, weißt du? Ja. Vielleicht noch als Beilage der Landlust, aber ansonsten kommst du mit dicken Eiern nicht weiter. So, ich stehe da und reg mich auf. Ich sag zu meinem Kollegen, sag mal, hast du das auch gehört? Und er so, ja, echt krass, ey. Jägermeister. Ja, so sind es. So sind sie. Aber alles gut. Hey, aber du kannst auch noch nicht mal mehr normal Schokolade essen. Ja? Also ich saß letztens mit meinen beiden Jungs auf dem Sofa. Du denkst, mein Gott, bei Werbung kann doch nichts schief gehen. Kennt ihr diese Kinderpingui-Werbung, wo diese total erschöpfte Frau in einer Hängematte sitzt und wir wissen alle, was wir brauchen, wenn wir total erschöpft sind? Natürlich ein Schokoriegel. Und dann sitzt sie in so einer Werbung und macht den so auf. Wo ich noch so dachte, ey, hoffentlich isst die den auch, weißt du? Und dann beißt die da so rein, so. Ich sofort, guck da nicht hin. So. Ich meine, nachts ist man das gewöhnt. Da guckst du irgend so ein Filmchen, dann kommt eine Werbeunterbrechung, da schieben sie auch schon zwei Nacktelfen in so einer Wanne ins Bild. Komm zu uns in die Wanne. Ja, das sind schon ganz feucht. Wo du immer denkst, ja, ihr sitzt in der Wanne. Ja. So. Ach. So. Okay. Hat man sich dran gewöhnt, scheint zu funktionieren. Aber Mädels, versteht ihr das? Wer ruft da an? Wer denkt sich, ach, ja, weißt du, so Opa Schlurwutke auf dem Sofa. Ja, wenn die in der Wanne schon mal drin ist. Ja, dann ruf ich mal an, bevor der Schaum weg ist. So. Es würde andersrum nicht funktionieren. Da würden wir doch nicht anrufen. Stell dir vor, da weiß ich nicht, schiebt sich eine Wanne ins Bild. Wer sitzt da drin? Antonio Banderas. Ja? Und daneben sitzt nochmal Antonio Banderas. Und dann gucken die beiden und sagen, komm, zu uns in die Wanne. Unser Leuchtturm ist schon ganz kalt. Ey, da rufen wir nicht an. Höchstens noch aus Mitleid. Das könnte sein, dass man denkt, oh nein, ach, jetzt hat der einen kalten Leuchtturm. Mensch. Da kann ich doch schnell was stricken. Das geht wieder. Aber ich muss sagen, wo ich Männer wirklich drum beneide, das ist dieses Selbstbewusstsein. Ja, dieses natürliche, ich bin da, muss reichen. Ja. Wir Frauen sind immer so unsicher mit allem. Es ist wirklich gut, es ist echt okay. Allein schon, was dieses Figurthema betrifft. Ey, Männer, die ziehen sich einfach so ein T-Shirt an, da steht drauf, Bier formte diesen wunderschönen Körper. Und dann sind die fertig. Und wir Frauen machen einen Zirkus. Ist auch egal, ob wir 100 Kilo wiegen, 50, minus 50. Es sind immer 2 zu viel. Ey, wenn ich die 2 abgenommen habe, bin ich ein ganz anderer Typ. Und was wir dann machen, Teebeutel auf die Augen für die Freshness, bisschen Folie um die Beine wickeln, viel Kopfstand, dass die Brüste mal wieder in eine andere Richtung hängen. Ja, ja, jetzt ist es raus. Und hey, und was wir auch für einen Scheiß im Alba seht, so Diätpulverchen, hat das einer von euch, da, wie viel hast du durchgehalten? Einen Monat. Einen Monat? Weil, warst du irgendwie verschollen? Und was? Für 180 Euro? Ah, ist das hier die Selbsthilfegruppe oder was? Habt ihr das? Nee, die hat, aber das ist, aber gibt mir zu, es war nicht, ist aber nicht lecker, oder? Ey, das schmeckt wie Mörtel. Du kannst ja auch Mörtel aus dem Baumarkt anrufen. Ich habe den ersten Schluck genommen und dachte, da muss man aber viel Zucker reintun, bis das schmeckt. Ja.
Also das ist ekelhaft. Weight Watchers, Punkte zählen. Bei Punkte zählen, man dreht schon durch. Man steht bei Rewe an der Kasse, sammeln Sie Punkte. Ja. Ja. Ich meine, man muss ja alles eintragen. Du bist die ganze Zeit mit dabei, hat das Punkte, hat das Punkte. Du leckst schon an der Briefmarke und denkst, oh, scheiße, muss ich das eintragen? Nicht, dass mir die Weihnachtspost die Figur versaut. Weißt du? So. Und wisst ihr was? Ich glaube, so einem Kerl ist das scheißegal. Ich sag mal, in so einer Situation, wenn man sich näher kommt, man kennt sich noch nicht so lange, man ist, oh, also ich sag mal, so ein Kerl kurz vor Vertragsabschluss, ja? Der reißt ja nicht ab, der sagt ja nicht, also so ein Höhlenforscher, sag ich mal. Der steht ja auch nicht vor dem Höhleneingang und sagt, oh, tolle Höhle, oh, aber die Außenwände. Nee, ja. Der geht rein, sag ich mal. So. Und. Alles gut. Und ich muss sagen, ich finde das auch angemessen. Mir ist das doch auch scheißegal. Ganz ehrlich, ich hatte mal so ein, also wie nach so ein Kröskel. Hör mich so, der war auch wirklich, also schon da ordentlich Resonanzraum, sag ich mal. Und ich dachte, ja, ist doch egal, ja. Auch die dickste Kerze hat einen Docht. Ja. Und man muss sich dann halt so ein. Man muss sich einfach so ein bisschen. Ich hab das Bild selbst im Kopf. Entschuldigung. Gott. Ja, Hauptsache, man zündet sich an. Okay. Aber. Also. Man muss sich natürlich so ein bisschen einrufen. Ja, also das, als wir das erste Mal so, ich sag mal, in der Waagerechten gelandet sind, hat er dann auch gefragt, sag mal, bin ich dir eigentlich zu schwer? Ich sag, nein, nein, ich werde immer blau, wenn ich scharf bin. Das, gutes Zeichen. Da musst du natürlich die Position wechseln, ist ja klar. Aber auf die Dauer oben auf dem Gipfel, es ist frisch. Also. Aber es ist doch super. Und wenn ich jetzt sage, sag mal, es gucken doch auch Kinder zu, darf man das denn so sagen? Ja, natürlich darf man das so sagen. Ey, Kinder, die wissen schon so viel mehr, als wir denken. Vor allen Dingen haben die doch irgendwann diese Phase, wo die sich sehr dafür interessieren, was macht das Männlein zum Männlein, das Weiblein zum Weiblein. Das kann dir dann passieren, dass du mit deinem Kind in der Apotheke stehst. Mama, der Mann hat einen Penis. Ja, das wollen wir alle für ihn hoffen. So, das. Und dann hatten wir so ein Nachbarschaftsfest. Einfach viele Leute, die sich kennen und oft wiedersehen, alle zusammen. Und die kleine Sophie. Sophie ist unsere Nachbarstochter, total süß. Ne? So zwei so Zöpfe, immer wie so Nashornohren in eine andere Richtung. Sommersprossen, eine Brille, ein Auge zugeklebt. Also, Sophie ist super so. Und Sophie hatte sich sehr dann den ganzen Tag dafür interessiert. Hey, was hast du denn da? Was hast du denn da? Erklärt uns das immer, wo man schon so dachte, danke. Hat's gerade vergessen. Und sie dann irgendwann, ja, und Mama hat auch ein Penis. Und wir so, nee, jetzt hast du dich vertan. Und sie hat die wohl. Und ich frag noch, wo soll sie den denn haben? Und Sophie kräht, in der Schublade. Dankeschön, vielen Dank. Lisa Fellermeier.